Seid ihr herzlich willkommen. Das ist ein Reading von Akasha Chronik. Es ist ein geheimnisvolles Buch, wo die Schicksalswege beschrieben sind. Und diese Lesung gilt für 12. Juli. Heute wirst du etwas in Ordnung bringen. Sei bescheiden. Und gib nicht viel Geld aus für etwas, was du nicht brauchst. Unnötige Geldausgabe. Aber wenn du etwas Schönes entdeckt und du hast Freude daran, dann beschenke dich damit. Leider fehlt gerade die Lebensfreude, weil du viel Gedanken machst über etwas, was dich gerade bedrückt. In die Arbeit warst du oder bist du noch enttäuscht, aber du kannst damit rechnen, es verbessert sich etwas. Falls du neue Arbeit suchst, jetzt hast du die Chancen, die Möglichkeiten, das auch bekommen. Was dich noch stört, das ist dein Zuhause, deine Familie, deine vertrauten Umgebung, das kann auch die Nachbarschaft sein. Bitte kein Streit, bleib eher zurückhaltend. Jemand denkt an dich und kehrt zurück von Vergangenheit. Und in die Liebe, Partnerschaft, erlebst du gefühlsvolle Momente und er hat Sehnsucht nach dir. Es ist eine starke Verbindung zwischen euch beiden mit tiefen Gefühlen. Du willst dein Glauben auch stärken. Du brauchst gerade Anerkennung, aber du hast das Gefühl, dass andere beachten dich nicht. Trotzdem sei selbstbewusst. Dann hast du die innere Kraft. Und wenn du das ausstrahlst nach außen, bekommst du mehr Ansehen. Bei Reisen erwartet dich eine angenehme Überraschung. Diese Reise kann auch eine innere Reise auch sein, in eine spirituelle Richtung. Und du entdeckst immer mehr deine Intuition. Und das war diese Lesung aus der Akasha Chronik. Ich wünsche dir einen schönen Tag, alles Gute und alles Liebe.